Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es unschwer erkennen könnt, F1 2019 steht vor der Tür und wird in Zukunft in Form der Karriere auf meinem Kanal hochgeladen werden. Wir fahren als Nyck de Vries, der in Wirklichkeit aktuell in der Formel 2 aktiv ist beim Team Art Grand Prix, weshalb wir auch für dieses Team fahren werden. Mit der Renault Fahrerschmiede. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein gratis Abo da. Ist sehr, sehr viel Arbeit und es lohnt sich auf jeden Fall, ein Abo da zu lassen, Freunde. So. Spanien, werte Kollegen. Ein neuer Artfahrer bestimmt hier das Rennen. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance. Vielleicht ein mechanischer Defekt? Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden Sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf, gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. So, Freunde, jetzt zählt's. Erstes Rennen der Karriere. Beziehungsweise offiziell das dritte. Das erste, das wir jetzt selbst fahren. Und auch nur die letzten vier Runden. Sich und möchte vorbei. Wiederhole, Lukas will dich überholen. Wiederhole, dein Teamkollege möchte dich überholen. Ich weiß, dass du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Er kann nach vorne kommen. Wenn du Lukas aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Das ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Ich soll dir von Lukas Dank ausrichten. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel. Falls sich jemand noch nicht entschieden hat, ob er das Spiel kaufen soll oder nicht, ich empfehle es jedem, der Formel 1 Spiele gern spielt. Es ist extrem gut gemacht, es ist viel realistischer, meiner Meinung nach. Klar, jeder hat eine andere Meinung, aber meiner Meinung nach ist das eines der besten Formel 1 Spiele, das es überhaupt jemals gab. Thank you.
eine Position verloren. Bleib am Ball. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Was ich sagen muss, die Autos in der Formel 2 sind einfach extrem schwierig zu fahren. Sobald du ein bisschen zu schnell aus der Kurve rausbeschleunigst, instant wirst du gedreht. Mit einem kaputten Motor auf dritten Platz. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Also wieder ein fantastischer Sieg für Dams heute. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war, ja. Besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts da draus, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Dams, ein weiteres Team mit einer langen Geschichte, das einen Sitz im Herzen des Motorsports in der Nähe von Le Mans hat wieder einmal seine beeindruckenden Fähigkeiten auf der Strecke bewiesen und sich heute den Sieg geholt. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Wir sind bereit. Super. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken Sie daran, Sie selbst zu sein. Und je mehr Sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen Sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? Das Team leistet fantastische Arbeit und es hilft, dass Lucas Weber ein außergewöhnlicher Fahrer ist. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lucas abzugeben? So ist es eben. Das Team dachte, dass Lucas Weber schneller ist, also haben sie die Anordnung. Das war dann alles. Ganz einfach. Hey, also, ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen. Aber es war richtig.
Du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich es auch beschreiben. Nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Scheiß Butler, Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiver. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Du bist noch im Rennen. Die Rennleitung hat für Devin eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Sekunden verhängt. Greif weiter an, du kannst ihn noch einholen. Du kannst ihn schlagen. Kommt in die Boxengasse. Devin ist momentan auf P7. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,8 Sekunden. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Devin liegt ein paar Plätze vor dir.
auf P8. Macht schon Spaß mit der Formel 2. Auch wenn die Formel 2 Wagen viel, viel schwieriger meiner Meinung nach sind zu fahren als die Formel 1 Autos. Konnte ja beides schon testen. Was ist jetzt, Mann? Komplette Kontrolle verloren. GG. Devin ist auf P8. Egal, Freunde. Gut gemacht. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Also wieder ein fantastischer Sieg für Carlin heute. Also, Davide, was ist deine Erklärung dafür? Das war ja eine Achterbahnfahrt.
Glückwünsche sind absolut angebracht. Das war ein spektakuläres Rennen und eine fantastische Fahrleistung des Siegers. Allerdings werden sich nach dem Rennen viele Augen auf Devin Butler und die Kollision richten. Er war der Glückspilz des Tages. Er hatte Glück, dass er davongekommen ist und dass er nur eine Strafe erhalten hat. Pech, dass sein Rivale nicht dasselbe sagen kann. Und hier sind sie, die Gewinner von heute. Das Carlin-Team hat einige der größten Namen in der Formel 1 hervorgebracht. Und heute haben sie wieder ihre Kompetenz bei der Rekrutierung neuer Talente bewiesen. Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Und nach der heutigen Leistung haben sie diese mit Sicherheit verdient. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Die Kollision mit Devin hat sie erheblich Zeit gekostet. Sind Sie enttäuscht vom Endergebnis? Bisschen ja, aber das Rennen ist zu Ende und ich konzentriere mich jetzt auf das nächste. Hätten Sie je gedacht, dass Sie den Platz von Devin zurückerobern könnten? Habe ich zwar nicht, aber gut. Ich hatte gehofft, dass ich ihn einholen kann, aber der Abstand war einfach zu groß. Sie und Lukas haben in letzter Zeit viele Punkte gesammelt. Wie schätzen Sie Ihre Chancen in der Meisterschaft ein? Spekuliere nicht gern, ich lasse lieber meine Leistung auf der Strecke für mich spielen. Klasse, das war dann alles. Hey, Devin! Devin, warte! Ich bin beschäftigt! Hey! Was sollte das? Spinnst du? Ich werde mein ausgezeichnetes Rennen feiern. Das war gefährlich. Rücksichtslos. Eine schwarze Flagge wert. Und es gab keine, weil es meine Linie war. Du warst im Weg, ganz einfach. Mach nächstes Mal Platz. Nein, das war zu riskant! Es ist nichts passiert. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass du alle da draußen in Gefahr bringst! Hör zu. Berührungen passieren nun mal, okay? Ich wurde bestraft. Aber ich bin konzentriert weitergefahren und habe gewonnen. Das nennt man Rennen. Soll ich jedes Mal vor dir kuschen, wenn ich ein hartes Manöver fahre? Willst du Renndirektor spielen? Dann hör auf zu fahren. Bis dahin schulde ich dir nichts. Devin, du verstehst nicht. Du solltest dich nicht bei mir entschuldigen. Hör zu. Jeder fährt seine Linie auf der Strecke und versucht, sie zu halten. So ist das eben. Außerdem hast du mich trotz meiner Strafe nicht schlagen können. Schwamm drüber, okay? Von meiner Seite jedenfalls. Kopf hoch! So ein Opfer, Alter. Hier sind wir also in Abu Dhabi. Jedes einzelne Event im Formel-2-Kalender hat uns hierher geführt. Zur letzten Veranstaltung der Meisterschaft. Die Chancen stehen gut, dass dieses Spektakel genauso spannend wird, wie wir es uns erhofft haben. Der Yas Island Circuit ist eine 5,47 Kilometer lange Rennstrecke auf einer künstlich geschaffenen Insel. Hier erwarten die Fahrer 21 Kurven und zwei sehr lange Geraden, auf denen sie die besten Überholchancen vor den Kurven 8 und 11 haben werden. Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüße ich Davide Valsecchi an meiner Seite. Davide, ich freue mich, dass du hier bist. Ich brauche nämlich ein wenig Unterstützung, all das hier zu verarbeiten. Die Spannung ist kaum noch zu toppen, oder? Das sehe ich genauso, Alex, und zwar hundertprozentig. Das ist das perfekte Finale. Zwei Fahrer liegen so weit vorne, dass einem von ihnen auf jeden Fall der Titel gehören wird. Doch nach einer spektakulären Leistung von Devin Butler im gestrigen Rennen sind die beiden nun punktemäßig vollkommen gleich auf. Wer von den beiden auch immer die Ziellinie als erstes überquert, gewinnt auch die Meisterschaft. Ich kann's kaum erwarten. Also, das ist das letzte Rennen der Saison. Du musst nur eine bessere Platzierung als Devin erzielen, dann bist du am Ende der neue Formel 2 Weltmeister. Bleib cool, viel Glück! Okay.
check das mit dem Start noch nicht ganz. Ist momentan auf P4. Die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen. Devon ist gerade auf P2. Bisschen aggressiver, aber sonst. Du legst 5 Positionen hinter Devon, 5 Plätze bis zu ihm. Position hinter der 5 Plätze bis zu ihm.
leider den Notausgang wählen. Ich würde sonst voll in Norris reingebrettet werden. Butler hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Das war's mit den Weltmeisterträumen in der Formel 2. Alter, wieso bremst der so spät, Mann? Ja, die Formel 2-Karren sind schon ein bisschen für den Arsch. Man gibt ein bisschen Gas aus der Kurve und man überdreht sich komplett. Also ich würde noch aggressiver fahren, wenn ich euch wäre.
weiter so die Kurven schneidest, pumpt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Sollen sie doch machen, der Weltmeistertitel ist eh weg. Das war einfach nicht unser Tag. Ich hatte das Privileg, über die Jahre eine Vielzahl großartiger Sportveranstaltungen miterleben zu dürfen. Heutige Tag ist definitiv ein weiterer Höhepunkt für mich. Und das ist der größte Traum eines jeden Rennfahrers. Wir haben einen neuen Formel-2-Weltmeister. Großartige Leistung heute von Dams. Was für ein überzeugender Sieg. Na, Davide, war es das, was du dir erhofft hast? Dieses Rennen hatte alles, was man sich wünschen konnte. Rivalität, Spannung, Aufregung. Zwischen diesen zwei Fahrern herrschte schon die ganze Saison ein erbitterter Zweikampf. Und dass es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Ziellinie wird, sowas gibt es nicht oft. Devons Leistung hat ihm heute die Meisterschaft gesichert und er kann zu Recht stolz darauf sein. Ich bin froh, dass ich das hier erleben durfte. Ja, jetzt ist der Großkotz Weltmeister. Zuerst mal mein Glückwunsch. Das muss sehr aufregend sein. Sie hätten sich in diesem letzten Rennen den Meisterschaftstitel holen können. Wie fühlt es sich an, so knapp daran vorbeizuschrammen? Frustriert, das wäre ganz anders ausgegangen, wenn es nicht... Das war ein aufregendes Ende für diese Saison, aber nicht das erhoffte Ergebnis für Sie, nicht wahr? Es gibt Gerüchte über eine mögliche Zukunft in der Formel 1 für Sie. Ist da was dran? Ich weiß, dass ich zu den Weltbesten gehöre. Wenn ich die Chance bekomme, beweise ich es. Jawohl! Klasse, das war dann alles. Easy. Hau rein. Devon, wir müssen leider zugeben, das war ein großartiges Rennen. Glückwunsch, auch zur Meisterschaft. Tja, eine Weile dachtest du wohl, du hättest mich, aber dann ist dir wohl das Glück ausgegangen. Können wir kurz was besprechen? Sicher. Privat. Oh, okay, also bis später dann. Du hast es sicher bereits gehört, aber falls doch nicht... Ich werde nächstes Jahr in der Formel 1 fahren. Also, ich kenne deine Pläne zwar nicht, aber wenn ich dir einen kleinen Rat geben darf, bleib in der Formel 2. Sicher. Vielleicht bekommst du ein Angebot von einem der kleineren Teams mit Fahrzeugproblemen. Und dann hängst du die ganze Saison auf P18 und kommst nicht weg. Du wirst nicht in der Lage sein, mich herauszufordern. Aber wenn du noch ein Jahr hier bleibst, nachdem ich weg bin, dann hast du nächstes Jahr eine Chance auf den Sieg. Und wenn du das schaffst, dann wird dich sicher ein größeres Team haben wollen. Als Entwicklungsfahrer. Hey, Devon, Zeit für die Presse. Ah. Pass auf dich auf, ja?
sparst. Mann, der will nicht gegen dich fahren. In der Formel 2 bleiben lächerlich. Ich habe alles mitbekommen. Pech für Devin. Auf dich wartet sicher schon ein Angebot aus der Formel 1. Und wenn mein Plan aufgeht? Oh Mann, dann wird er explodieren. Jawohl. 2 Monate später. Zwei Monate später bei unserer Agentin in London. Ah, willkommen. Komm rein. Setz dich doch. Es ist Zeit, dass wir uns über deine nächsten Schritte unterhalten. Deine Leistung in der Formel-2-Meisterschaft hat dir viel Aufmerksamkeit von den Formel-1-Teams beschert. Mehr oder weniger positiv. Ich sorge mich nicht darum, wer dich mag und wer nicht. Du hast Zeit, die Zweifler zu überzeugen. Aber ich sorge mich um unsere Auswahl. Sie wird weniger, da wir uns nicht festgelegt haben. Als deine Agentin empfehle ich dir jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Um Komfort und andere Details können wir uns später kümmern. Ich möchte, dass du dir die ansiehst. Du hast dir jedes dieser Angebote verdient. Also nimm dir Zeit und lies sie dir durch. Sorge dich nicht ums Kleingedruckte. Bringen wir dich in der Formel 1 unter. Wir nehmen Benno. Ausgezeichnete Wahl. Den Gesprächen mit Ihnen nachzuurteilen, werden Sie sich sehr freuen, mit dir zu arbeiten. Ich lasse Sie sofort von deinen Plänen wissen. Ich muss noch ein paar letzte Details mit Ihnen klären, aber dafür bezahlst du mich ja. Davon abgesehen, meinen Glückwunsch hast du verdient. Okay. So, Freunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet auf jeden Fall ein bei der nächsten Folge. Dafür einfach ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und auf jeden Fall liken, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin, euer Parcube. Ciao.